Willkommen bei Hearts of Iron 4. Wir haben ein neues DLC im Spiel. Und zwar heißt das, muss ich mal ganz kurz schauen, Arms Against Tyranny. Tyranny. Ja, wir spielen Finnland. Das ist jetzt ein Einteiler, wie man schon sieht. Ich will jetzt die nächsten Teile von Hearts of Iron als Einteiler machen. Ich habe mir mal ein bisschen so meine Analytics angeguckt. Wir werden hier am Anfang erstmal ein bisschen über meine Hearts of Iron Projekte reden. Man sieht hier im Spiel, wir fangen erstmal an, unsere Politik auf die Reihe zu kriegen. Wir sind auf dem Weg, die neutrale Partei zu boosten und unsere Wirtschaft auf die Reihe zu kriegen und Stabilität und so reinzubringen. Wir sind etwas unter Druck. Wir müssen uns ja vorbereiten auf die Invasion der Russen. Der Sowjetunion, mein Fehler. So. Die Einteiler machen ziemlich gute Klicks und haben auch eine ziemlich hohe Watchtime von 15 Minuten, 20, also fast die gesamten Videos. Davor habe ich halt die Let's Plays gemacht, eine Stunde die Folge und dann über 10 Folgen hinweg. Auch gleiche Aufrufe, gleiche gute Bewertung, leider auch die gleiche Watchtime von 15 Minuten bis 20, was denn nie das gesamte Video war. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, die Einteiler zu machen. Und ja, man hat da gerade schon mal das erste neue Feature gesehen. Wir haben einen Markt, einen globalen Markt. Da können wir Sachen verkaufen, über Landrouten oder über Seerouten. Und dafür kriegen wir Produktionsleistungen, schnellere Bau von Fabriken und dergleichen. Und ja, da haben wir dann am Anfang unsere Panzer verkauft und ein paar Konvois. Bringt gute Leistung rein. Gerade wir sind eine Nation, die relativ wenig Industrie hat. Was hatten wir? 4, 5 Fabriken haben wir, Zivilfabriken und 3, 4 Militärfabriken. Wir mussten also jetzt erstmal Industrie aufpumpen. Nebenbei haben wir ein sehr schwaches Militär. Aber darum können wir uns ganz am Anfang nicht kümmern. Erstmal müssen wir das Vertrauen unserer Politik, unserer Regierung bekommen. Wir brauchen das öffentliche Vertrauen. Nebenbei müssen wir aber auch jetzt unsere Infrastruktur und alles machen. Wir wissen, was der finnische Krieg war, was passiert ist, und darauf müssen wir vorbereiten, damit wir das machen. Wir gehen den neutralen Weg, dachte ich mir. Das ist für mich persönlich ein interessanter Weg. Der hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Ja, was jetzt gerade hier am Anfang kann ich nicht viel sagen. Wir sind dann noch dabei, hier in den Pferd zu gehen. Kommentieren, Anti-Kommentieren-Pakt treten wir natürlich dabei. So, das hier ist sehr wichtig. Manpower bringen kriegen wir dadurch. Manpower ist eine Sache, die sehr, sehr, sehr anstrengend ist. Und das ist das erste Mal, dass ich gerade ein Embargo verhängt habe. Habe ich das davor noch nie gemacht. So, aber anstatt den nächsten Manpower-Weg zu gehen, gehen wir jetzt erstmal jetzt in die Industrie rein, weil unsere Industrie im Arsch ist. Unser Militär ist genauso im Arsch. Und ja, Amtszeit unseres Präsidenten ist zu Ende. Wir brauchen sämtliche politische Macht, die wir haben. Deswegen müssen wir ihn leider wechseln gegen jemand anderen. Ich kann es mir nicht erlauben, politische Macht momentan zu verlieren. So. Industrie einfach weiterentwickeln. Und ja, Finnland hat Spaß gemacht. Ich kann sagen, das war nicht der erste Run. Das war vielleicht Run Nummer... Ich müsste lügen, wenn ich wüsste, welcher Run das war. Ich habe aber einige Runs dafür benötigt. Ich glaube, das ist der 5. Vor allem, ich habe auch diesmal im historischen Modus gespielt, weil ich auch wollte, dass Russland mich angreift. Ich habe einmal im nicht-historischen und dann 3 oder 4 Mal im historischen. Und im nicht-historischen haben die Russen, also die Sowjetunion, mich gar nicht als angegriffen. Die hatten ihren Bürgerkrieg und danach hatten die kein Interesse mehr an mir. Deswegen haben wir alles im historischen gemacht. Ich habe mittlerweile auch schon den 2. Run fertig aufgenommen, bevor ein bisschen zusammengeschnitten werden. Der 2. Run ist Dänemark und das war ein interessanter Run, kann ich sagen. In dem DLC haben wir 5 Nationen mit Fokusbäumen. Und zwar haben wir hier unsere 4 skandinavischen vor Ort, welche wir hier sehen. Und Island hat seinen eigenen Fokus-Tree. Und Island ist auf jeden Fall noch sehr interessant. Island will ich auch noch machen. Also Finnland, Dänemark und Island ist so das, was ich machen wollte. Norwegen habe ich mir jetzt ein bisschen angeguckt. Ich finde, der Fokus-Tree von Norwegen... schön die leckere Manpower, jetzt schön die Industrie weiter ausbauen.
Der Focus Tree von Norwegen. Ah, oh, ich weiß nicht. Ich habe da keinen Weg gefunden, der für mich interessant ist. Genau aus dem Grund würde ich sagen, hier haben wir auch natürlich die neue Funktion, dass wir jetzt IMOs, militärische Organisationen haben. Damit können wir jetzt unsere Waffen, unsere Fahrzeuge, Panzer, Flugzeuge, Artillerie, Schiffe, alles nochmal verbessern. Das ist auch ein sehr geiles Feature, vor allem die sind unterschiedlich für die Nationen, wie ich gemerkt habe, wie die aufgebaut sind. Das finde ich gut. Ja, jetzt nochmal zu Norwegen. Ich wollte gerne vielleicht auch noch Norwegen machen, aber bei Norwegen habe ich keinen interessanten Weg gefunden. Deswegen fällt Norwegen flach und bei Schweden bin ich noch am gucken. Schweden sieht aus, als ob die auch ein paar interessante Sachen haben. Momentan würde ich aber hauptsächlich sagen, sind die wirklich interessanten Länder Dänemark und Finnland. Und Island wirkt wie ein Challenge-Land, wo man Challenge... Dänemark ist mein erster Mann. Der hat von Anfang an direkt geklappt, auch historisch. War sehr interessant. Ja, jetzt sieht man, wir sind jetzt dabei, unser Militär auszubauen, unsere Industrie auszubauen. Wir machen jetzt schon Waffenforschung, die schon weit weg sind. Ja, wir gehen jetzt hier auf nächste Militärfabriken und Zivilfabriken. Wir brauchen alles, was wir kriegen können momentan. Wir gehen tatsächlich auf großer Schlachtplan, also Erste Weltkriegsstrategie, was das Beste ist, was wir können. Wir können keine Panzer raushauen, dafür haben wir einfach nicht die Fabrikkapazitäten. Also machen wir es mit Versorgung, welche eh miserabel ist bei unserer Nation. Und ja. So, jetzt fangen wir langsam an, unser Militär wieder auf Vordermann zu bringen. Alter Falter, wird das ein harter Kampf, kann ich euch sagen. So. Jetzt kommen wir dahin, wo wir unsere Armee boosten. Das hier ist dieser Bereich, wo wir richtig heftig starke Boosts auf die gesamte Armee kriegen. Alter, was man da später für Boost auf die Armee hat, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt. Vor allem, ich kann das hier nur zusammenschneiden, jeden Fokus-Tree, den wir machen, weil wirklich viel machen wir da auch gar nicht, da passiert nicht viel. Nebenbei läuft die Industrie und alles. Da habe ich halt nicht viel zu tun. Man sieht hier so ein paar der wichtigen Sachen. Später in der Zeit des Krieges werde ich sogar nicht mal mehr zeigen, welche Fokussachen ich mir geholt habe, weil die essentiell wichtigen Sachen holen wir uns jetzt. Danach war es eigentlich nur noch so ein paar kleine Industrie-Upgrades und so, die welche ich noch machen konnte. Wir haben da also keine großartigen interessanten Sachen geholt. Hier die Moti-Taktik war nochmal nicht schlecht. Kriegen wir auch einen neuen General. Der unser Hauptgeneral wurde, da konnten wir nochmal unsere ganzen Armeen einmal durchschalten. Armina! Mit der Moti-Taktik haben wir auch Fahrraddivisionen bekommen. Klingt jetzt im ersten Moment komisch, aber die Fahrraddivisionen waren unsere Durchbruchsdivision. Da sehen wir unsere Nationalgeist. Die Bonis beim ersten sind enorm. Also die Bonis beim ersten, die stacken sich. Da hat man nachher so einen riesigen Batzen an Bonis. Und das ist der einzige Grund, warum Finnland aktuell mega overpowered ist. Durch die ganzen Bonis. Damit kann man easy einen Run für die Weltherrschaft machen. So. Schön weiter unsere Ausrüstung verbessern. Jedes Mal, wenn wir die wechseln, geht das auch ein bisschen auf die Industrie. Power nennen wir es mal. Ja. Bam, Winterkrieg. Da kriegt man, glaube ich, die Winterkriegs- oder die Winterlogistik, die auch nochmal sehr gut ist. Ein bisschen besseres Movement und Versorgung. Ey, die Bonis sind so geil. Ja, wie gesagt, also Norwegen werde ich nicht machen. Also Finnland und Dänemark sind die beiden, die ich wollte, sind fertig. Norwegen fällt flach. Schweden vielleicht. Island möchte ich gerne machen. Molotow-Cocktails, die hauen rein. Richtig schön Durchbruch und Durchschlagskraft. Ein harter Angriff. Und da wollen die Russen jetzt es wissen. Sie wollen uns jetzt den Krieg erklären. Und da beginnt es. Der Winterkrieg. Ja. Wichtig ist, dass wir jetzt hier uns ready machen. Wirklich ready. Und jetzt beginnt auch gleich die Storyline mit dem Weißen Tod. Ja, ja. Erstmal halten wir jetzt hier die Linie und wir kriegen jetzt Manpower rein. Ja, Frauen in der Arbeiterschaft wollte ich machen, haben wir noch nicht alles dafür, was wir brauchen. Ich war noch am Anfang ein bisschen überfordert, aber hey. So, wie man sieht, wir halten es.
2K Verluste auf unserer Seite, 26 oder 36K auf der Seite der Sowjetunion. Nebenbei hier immer noch weiter die Militärsachen ausbauen und die Industrie ausbauen. Währenddessen, sie kommen nicht durch. Wir können unsere Linie halten. Wir haben zwar momentan keine Manpower, aber die kommt jetzt langsam nach und nach rein. Und da, unsere Scharfschützen sind äußerst effizient. Was macht man natürlich denn, wenn unsere Scharfschützen verdammt gefährlich sind für die Feinde? Richtig, wir verstärken sie. Wir könnten Boni machen, aber wir können uns auch einfach unsere Scharfschützen werden noch tödlicher besorgen. Und bam! Das brauchen wir, um jetzt die feindlichen Truppen aufzuhalten. Währenddessen geht es jetzt hier schön entspannt weiter. Nächster Fokus ist durch. Ganz easy, ganz entspannt. Der Fall von Paris. Ah, die Deutschen sind halt auch gut dabei. Wir müssen so lange durchhalten. Und da kommt der weiße Tod. Perfekt. Wir müssen so lange durchhalten, bis Deutschland die Sowjetunion den Krieg erklärt. Und zum weißen Tod sei gesagt, ich hatte in einem Run, die Events sind random, in einem Run wurde tatsächlich der weiße Tod getötet. Das kann also auch passieren. Weil, ja, das gibt dir zwar auch einen Nationalbonus, wenn der weiße Tod getötet wird, weil er stirbt wie ein Held. Das gibt auch ein bisschen Boni. Aber es ist besser, wenn dieser Mann nicht stirbt. Und ja, als lächerlich, ein bisschen Stabilität nehme ich gerne. So. Wie man sieht, die Front hält, die Sowjetunion greift uns weiter an. Aber sie kommen nicht durch. Und, ja, er wurde verwundet. Er ist ein wahrer finnischer Held. Er wurde zwar verwundet, aber er gibt sozusagen nicht auf. Er ist erstmal zurückgezogen vom Schlachtfeld, aber hey, er hat jetzt seine Ruhe sich verdient. So, wir gehen weiter schön in den Focus Tree rein. So. Und noch mehr Bonis, wie man sieht, immer mehr Bonis. Das ist so dermaßen massiv, was wir hier kriegen. Wir haben langsam, sind nur 800 Manpower und jetzt wird es langsam mehr. So, Frauenarbeiterschaft haben wir jetzt auch endlich. Und ja. Das heißt, wir haben die 3% wieder, die wir davor hatten. Ja, Panzer, habe ich überlegt, könnten wir uns holen, aber sind wir mal ganz ehrlich. Panzer sind, glaube ich, nicht so lukrativ. Da wäre es jetzt sinnvoller, hier beispielsweise auf Manpower zu gehen. Und andere Bonis. Ich will auf jeden Fall da unten Großfinnland haben. Ich würde gerne Großfinnland ausrufen in diesem Run. Estland. Mal sehen, ob die vielleicht in ein Bündnis wollen. Oder unseren Schutz. Ich meine, die Sowjetunion wird sie früher oder später auch angreifen. Das sollten sie auch gemerkt haben. Aber es geht weiter. Wir holen uns Verbündete. Hoffentlich hilft uns Schweden. Tja, wir haben aber leider nicht die Kapazitäten, Estland aggressiv zu bekommen. Deswegen leben wir einfach damit, dass Estland Nein sagt. Und ja, Schweden sollte uns besser Truppen schicken, weil wer weiß, ob sie nicht die Nächsten sind, die angegriffen werden. Währenddessen gehen wir jetzt erstmal auf unsere Industrie. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, sollten wir auf jeden Fall, das wäre sinnvoll für uns. Ja, wunderbar. Da geht's schön auf die Industrie. Und Schweden lehnt ab. Das heißt, wir kriegen keine Verbündeten von unserer Front. Und da ist Estland gefallen. Die Sowjetunion hat sich die gekrallt. Wir sind immer noch dabei, die Defensive zu halten. Es ist 1940 im August. Da haben wir nochmal die ganzen Bonis, die wir haben. Ganz ehrlich, unsere Nation ist ziemlich mächtig. Also damit kann man echt viel machen. Gerade diese ganzen Winterbonis und auch allein die Malus. Ja, die Ressourcenmalus. Aber jetzt gleich, wir müssen langsam mal in die Offensive gehen. Und, oh, unser aktueller politischer Führer ist tot. Und eine Landung der sowjetischen Truppen. Und wir haben jetzt jemanden neuen. Das war doch vorher einer unserer Regierung. Aber hey. Erstmal müssen wir hier die Landung wegmachen.
Haben wir gut bekommen. Ja, was machen wir? Die Mannerheim-Linie ausbauen. Mein Gott. Und danach die Tiefenverteidigung, ganz ehrlich. Ist nicht so ideal, aber hey. Die sowjetischen Truppen greifen immer noch weiter an. Die Verluste sind für die ziemlich verheerend, für uns relativ entspannt. Wir bilden währenddessen tatsächlich Truppen aus. Auch wenn man das vielleicht nicht gerade in dem Video sieht, wir bilden Fahrraddivisionen aus. Und ja, militärische Fabriken wären jetzt wahrscheinlich sinnvoll zu holen. Wir müssen auch langsam an die Offensive gehen. Wir haben schon lang genug die Stellung gehalten und ja. Unsere Fahrraddivision rückt vor. Ich habe ihnen das Symbol der Shia gegeben, weil das für mich vielleicht ein bisschen lore-technisch mehr Sinn macht. Auf jeden Fall jetzt, bam. Durchbruch in der sowjetischen Linie. Ich versuche gerade zu den Schienen durchzukommen, um die Versorgung nach oben hin zu reduzieren. Oben ist Murmansk, ist ein Hafen, ich weiß. Das ist dann mein nächstes Ziel. Jetzt erstmal hier diese Versorgung hier unten ein bisschen zu reduzieren. Ich habe auch versucht, die Stadt zu erobern. In der Stadt ist ein Vorratsdepot. Und ich dachte mir, wenn wir die Stadt gesichert haben, hätten die hier unten auch eine schlechtere Versorgung. Stadt gesichert oder Ortschaft. Jetzt müssen wir jetzt hier noch eine Defensive aufbauen. Da bin ich gerade dabei, die Defensive aufzuziehen oder hochzuziehen. Ich wollte eigentlich bis zum Fluss runter, mich an den Fluss eingraben. Der Fluss ist eine super Verteidigungslinie. Hat aber nicht so gut geklappt. So. Nächstes Ziel weiter im Norden sind wir auch nicht weit weg von der Eisenbahnlinie. Ich dachte, wenn wir da durchbrechen, könnten wir vielleicht die Truppen in dem Mittelbereich die Versorgungsgüter nehmen, dass sie in der Mitte Probleme haben. Und wie man sieht, die Fahrräder brechen durch. Wir haben die getrennt. Murmansk ist jetzt auf sich gestellt da oben. Und die mittleren Einheiten kriegen keine Unterstützung mehr. So, jetzt holen wir uns Verstärkungstruppen. Weil da oben wird momentan ziemlich hart angegriffen und ich will nicht unseren Hafen dort oben verlieren. So. Die mittleren Truppen, die da oben sind, kriegen jetzt relativ wenig Versorgung. Das heißt für uns, jetzt sollten wir Murmansk zuerst ausschalten. Deswegen beginnt jetzt die Großoffensive gegen Murmansk. Wir bilden Truppen aus. Wir haben Waffen bis zum... geht nicht mehr. Waffen, Artillerie, alles im Überfluss. Was mangelt, wo es dran mangelt, ist eher jetzt gerade die Ausbildungsplätze. Wir können nicht so viele Truppen ausbilden, wie ich gerne würde. Die Mitte wurde jetzt mittlerweile zu einem Kessel, den wir vernichten. Und wenn wir diese beiden Sachen vernichtet haben, den Kessel plus, ja, wir haben, wie viel Verluste haben wir gemacht? 135.000. Und die Sowjetunion über 1 Million. Wir haben locker 1 Million Schaden angerechnet. Scheinbar ist Deutschland mittlerweile auch im Krieg mit der Sowjetunion. Und dadurch können wir ganz easy Leningrad erobern und die erste Offensive planen. Wir müssen jetzt vielleicht hier auf die andere Flussseite kommen. Sind wir schon auf einer Linie, aber hey. Ich würde am liebsten eine Verbindung machen, welche übers Land geht. Weil aktuell, wenn wir Verstärkung nach Leningrad schicken, müssen wir einmal um den großen Fluss herum. Und das ist schlecht. Deswegen sollten wir eine Verbindung zwischen Leningrad machen und den Truppen hier unten, welche wir haben. Auf der anderen Seite des Flusses. So, nächster Kessel bei Murmansk. Murmansk ist immer noch nicht gefallen, leider. Wir kämpfen hier zwar verbittert, damit Murmansk fällt. Aber wie man sieht, langsam aber sicher, Murmansk ist gefallen. Die restlichen Truppen hier oben werden jetzt ausgelöscht. Das ist halt das Gute. So. Und Leningrad-Frontlinie sind mit den Deutschen uns aneinander gekommen. Ich hätte eigentlich Zugang zu den deutschen Gebieten erbitten können, hätten meine Truppen nicht immer wieder da in der Linie aufgebaut. Aber wir sind gerade dabei, nach Moskau durchzubrechen, weil mein Ziel war es, Moskau zu erobern, bevor die deutschen Truppen es machen. Damit ich möglichst viele Punkte kriege und vielleicht die Gebiete kriege, die ich auch wollte. Und man sieht, wir kommen recht gut voran. Moskau unter stetiger Belagerung unserer finnischen Truppen, Fahrräder und Elitetruppen, beziehungsweise die normale Infanterie. Und die machen es gerade sehr gut. Bam. Da fällt jeden Moment Moskau. Aber der Krieg geht weiter. Mit dem Fall Moskaus ist es noch nicht zu Ende. Der Krieg. Es gibt ja noch ein paar andere Städte. Ich glaube,
Stalingrad momentan ist noch sehr wichtig. Und ja. Der Fall der Sowjetunion. Es hat noch ein bisschen gedauert, aber erstmal sichern wir das, was wir primär wollen. Murmansk und so. Wir gliedern Estland mit bei uns ein. Man sieht, die Gebiete sind ziemlich cheap, weil wir einen Anspruch drauf haben. Und dann dachte ich mir so, hier unten, da haben wir keinen so wichtigen Anspruch mehr drauf, aber die würde ich gerne haben. So, und jetzt mal gucken, wo wir uns noch hin ausbauen. Und das war's dann schon. Aber ich dachte mir so, oh, das noch. Und das gefällt mir. Das wäre ein schön großes Großfinnland. Ich bin zufrieden damit. Das ist halt das, was ich erreichen wollte. Ein sehr schwerer Run für mich persönlich. Anfang die Industrie und die Politik wirtschaften. Danach den Krieg zu führen war meistens nicht so das Problem, weil das sind meine Divisionen, die ich benutzt habe. Wobei die motorisiert haben, wir gar nicht benutzt. Das sind meine Generäle, die für diesen Krieg gekämpft haben. Und ja. Das war der Finnland-Run, womit am Ende des Tages wir Großfinnland wurden. So. Jetzt zeige ich noch mal ganz kurz, das war falsch, Remske, das, was wir genommen haben bei den militärischen Industrieorganisationen, den IMO. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen. Schaut bei den anderen Ones vorbei.